Ça. Kaufen mal das ganze Holz. Und dann bauen wir mal Körbe. Rita. Haben wir uns jetzt echt noch ein paar billige Einheiten mit in der Schicht, ja. Nicht genügend Nahrung, fick dich. Kurze Pause. Wieder zurück und weiter geht's. Ja.
So, das ist wohl die umkämpft. Die am stärksten umkämpfte Burg. Wie so schaut. Was kostet denn? 488 Steine kostet die Burg. Nur. Warum kommen die von da drüben? Da ist die Burg. Geht's dann auch mal an? Ne? Man fast schon wieder genug zum Namlerburg bauen, was eh gut ist. Ach komm schon.
Da sind ja wieder Holzhacken da. Ich bin im Nau. Schaffen sie, glaub ich, mehr. Und der Schocke geholt, ne? Ich fällt einfach mit mir in der Ball. Hey, dürfen wir sogar schaffen. Das war die letzte. Die Engländer, die gefunden. Jawohl, und Success. Ein weiterer Sieg für Woohoo. Nach der Schlacht von Patay war der Mythos von der Unverwundbarkeit der Engländer zerstört. Unser Heer weiß nun, dass ein Sieg möglich ist, aber nur, wenn wir uns unbeugsam und schlau verhalten.
Die Engländer sind äußerst gefährliche, todbringende Feinde und ihre Langbogenschützen haben immer wieder Angriffe französischer Ritter niedergeschlagen. Zu unserem Unglück haben wir nun Feinde auf beiden Seiten. Die Ratgeber des Dauphins sind auf Johannas Einfluss bei Hofe eifersüchtig und tönen immer lauter. Ich bete dafür, dass Johanna ihren göttlichen Auftrag zu Ende bringen kann, bevor die missgünstigen Ratgeber ihr schaden können.